Moin moin und hallo zu einem weiteren Gameplay von The Game Cutie und ich habe einen besonderen Gast bei mir, aber ich denke, er soll sich einfach mal selber vorstellen. Ja, hey, hi, ich bin Lars. Bevor ich mich vorstelle, komme ich ganz kurz zum Gameplay. Es ist normales Black Ops Gameplay mit der Galil Schall gedämpft und Perks Geist, Flinkheit heißt sie, glaube ich, und Hacker. Ja, ich bin Lars, ich bin noch 15 Jahre alt, ich glaube es noch so ein bisschen über einen Monat. Nee, gar nicht. 3 Monate. Datum vertan. Und ich kenne den Chris jetzt schon seit, weiß gar nicht, 8 Jahren oder so? Keine Ahnung. Nee, 9 Jahre, 9 Jahre. 9 Jahre kennen wir uns. Haben uns in der Grundschule erste Klasse kennengelernt. Und ich weiß nicht, er macht ja so als Hobby hier seine Gameplays und da ich selbst leidenschaftlicher Zocker bin und der heute bei mir pennt, dachten wir, machen wir ein Gameplay und ein Commentary. Ja, ich wollte in dem Commentary eigentlich hauptsächlich mal meinen Clan vorstellen, dem Crazy Clan. Also ich werde dann die Member mal unten in der Subbox verlinken, weil ein bisschen komisch geschrieben alle, also wir sind kein Trickshotter-Clan oder so, was man vielleicht durch den Namen denkt, sondern wir sind einfach nur so ein paar Leute, die ich halt kenne, bis auf einen, die so zocken. Wir zocken insgesamt alle CODs, bilde ich mir sogar ein, also einer hat World at War sogar, glaube ich, noch, dann haben wir MW1, MW2, Black Ops, MW3 und wir zocken auch noch Battlefield. Online sind wir eigentlich mehr als genug, da hänge ich glaube ich gleich noch ein Bild oder so rein, wo ihr dann sehen könnt, was ich meine. Und ja, für die, die es interessiert, ich habe also von Fernseher, ich weiß gar nicht, ich glaube 40 Zoll von Blaupunkt, halt Standard mit HDMI-Kabel. Und das Headset ist das Triton RX Pro. Kann ich bei Amazon, den Link von Amazon reinkopieren, wenn ihr wollt. Wobei ich gehe mal davon aus, dass die meisten das kennen werden. Ja, jetzt sind knapp 2 Minuten vorbei. Ein bisschen mehr als 2 Minuten vorbei. Ich weiß nicht, wie ich labern soll. Super. Da haben wir uns irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Ja. Gut, für das erste Video direkt mal ein dicker Fail. Genau gleich beim Gameplay. Ich werde da den Chopper ein bisschen vorspulen. Weil es jetzt nicht das Spannendste, irgendwie einen Chopper zuzugucken, kennt halt jeder, fliegt durch die Luft und zerfetzt einfach alle Gegner. Entschuldigung. Und ja, falls ihr mit dem Clan mal zocken wollt, also ihr könnt uns adden, ist nun mal kein Problem. Wie gesagt, wir zocken eigentlich so gut wie alles. Wir sind jetzt, ich weiß nicht, relativ kleiner Clan, wir bestehen aus 6 Leuten, die halt aktiv sind. Clan-Tag müsst ihr nicht um... Also Clantech muss nicht unbedingt eurem Namen drin sein. Also wir haben alle im richtigen Namen das Crazy vorne drin stehen, aber als Clantech davor von den Buchstaben haben wir PAG. Steht für primitiv, aber glücklich. Und ja, wenn ihr da halt auf uns zukommt, könnt ihr einfach adden. Dann denke ich mal, können wir mit euch zusammen spielen. Und ja. Hast du noch irgendwas? Fragen? Ja, oder? Irgendwie sowas? Ja, sehr gut. Wie kriegen wir jetzt die restlichen 2 Minuten rum? 2? Ja, ich glaube schon. Mathe war nie dein bestes Fach, oder? Wieso, wie lange geht das? Wir haben noch... ja, 6:30 sind... Können wir 2 Minuten... Grad bei. Ja. Lass dir was einfallen, mein Freund. Direkt das erste Commentary fett verkackt. Wir haben jetzt heute noch mehrere Sachen aufgenommen. Einmal Überlebenskampf, das war... ganz miese Geschichte, also bei der Aufnahme erstmal irgendwie so richtig geil was im Bild gehabt, weil ich halt über Handy aufnehmen musste, weil die HDPVR noch nicht gekauft wurde, was aber theoretisch noch bald passieren wird. Was haben wir noch? Wir haben Splitscreen Black Ops, war jetzt nicht das Beste, aber wir brauchten halt schnell ein Gameplay, wir einfach sinnlos drauf loslabern. Genau, dann noch ein 1 gegen 1 auf Rust. Schöner Schwachsinn von mir. Ich glaube, mit einem richtig guten Newsflash. Das müsst ihr unbedingt gucken. Also, da lernt ihr fürs Leben, meine Freunde. Ja, ganz frisch aus den Medien bei T-Online abgelesen. War, glaube ich, ganz nett, das Gameplay wie ein 20.5, 20.6 oder so.
Also, ich fand's eigentlich so ganz nett. Wir haben theoretisch, also ich kann dem Chris noch MW3 Gameplays geben, habe ich eigentlich noch genug. Ich habe jetzt 4 Moabs, aber leider davon keins aufgenommen. Also die wurden alle durch den Online-Modus, durch den Kinomodus gelöscht, beziehungsweise gar nicht erst aufgenommen, nur eins auf der Playstation bei einem Kumpel. Aber weiß schon, wie ich das bekomme. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja unten schreiben oder so, was ihr an Gameplays sehen wollt. Ich habe Black Ops, MW2, Battlefield könnte ich auch, oder MW3, eigentlich alles da. Müsst halt nur schreiben, was ihr euch wünscht, weil wir jetzt nicht so genau wissen, was so eure Favoriten sind bei den Spielen. Und ja, jetzt kommt noch der letzte Chopper. Also das Gameplay selbst fand ich eigentlich relativ nett. War für Black Ops, für meine Zeit da relativ gut. Da sah man auch, glaube ich, oder gleich sieht man, da ich da irgendwie erst Prestige Level 26 gekommen bin. Ist ja so eigentlich nicht besonders hoch. Aber normal ist eigentlich eher mein Spiel MW2, weil ich dann halt schön mit dem Gaming-Headset Soundtour spielen kann. Und in letzter Zeit auch BF3, wo ich mir jetzt Close Quarters holen wollte. Und ja, ich sehe gerade, das Gameplay ist auch schon vorbei. Ich bilde mir ein, es war ein 53-2. Genau. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, man sieht sich und... Ja. Haut rein.